herzlich willkommen zu einem neuen Trip Report. Ich bin Alex und wir fliegen heute mit dem A350 von Iberia nach London. Dieses Video startet in Madrid, doch die komplette Reise begann bereits auf Mallorca. Dort sind wir mit Iberia Express hier nach Madrid einen Tag zuvor geflogen. Check-in ist erledigt, also begeben wir uns zum Abflugterminal. Da es sich zum einen um einen Flug außerhalb des Schengen-Raums handelt, aber auch dieser mit einem Widebody-Jet durchgeführt wird, müssen wir uns dafür zum Satellitenterminal des Terminals 4 begeben. Dafür steht diese Untergrundbahn zur Verfügung, die den Terminal 4 mit dem Satelliten verbindet. Sollte euer Flug von Terminal 4S abgehen, solltet ihr definitiv mehr Zeit einplanen. Mehr Zeit einplanen ist hier definitiv das richtige Stichwort, denn wie bereits gesagt, meine Reise begann einen Tag zuvor auf Mallorca und sollte hier heute nach London weitergehen, wo ich mich lediglich im Transit befand, das jedoch auf zwei getrennten Tickets. Das war jedoch für Iberia nicht so ganz verständlich, obwohl ich ihnen alles Nötige vorlegen konnte. Man sollte beachten, die Reise fand im Juni 2021 statt, also als noch deutlich mehr Restriktionen bestanden. Das führte fast dazu, dass ich gar nicht einchecken durfte für den Flug. Letztendlich hat man das aber getan für den Flug nach Madrid. Wenig später konnte ich dann in Madrid auch richtig einchecken für den kompletten Flug nach London, um dann auch immerhin unter anderem diese Lounge hier zu genießen, die jedoch nicht Teil des Iberia-Fluges ist. Dafür stehen natürlich die Iberia-Lounges selbst zur Verfügung. Das, was ihr hier seht, ist eine Priority-Pass-Lounge. Iberia selbst hat natürlich auch mehrere Lounges, zum einen in Terminal 4, aber auch in diesen Satelliten. Zum Zeitpunkt dieser Reise war die jedoch noch geschlossen. Und nach einem kleinen Frühstück ging es für mich weiter zum Abfluggate, wo auch bereits unser Airbus A350 auf uns wartete. Das Boarding verlief sehr geordnet, wie ihr hier seht, sind zwei Gates zur Verfügung. Das eine wurde lediglich für Business Class Passagiere, das andere für all die anderen Passagiere genutzt. Und so ging es für uns auch sehr schnell ab ins Flugzeug. Hier nochmal der Ausblick auf unser Airbus A350 zum Genießen. Hola, das ist genau das richtige Stichwort, nämlich zur Begrüßung hier in der neuen Kabine des Airbus A350 in einer 1-2-1 Konfiguration. Ich entschied mich für einen Fensterplatz, dabei solltet ihr definitiv beachten, die Reihen mit den ungeraden Zahlen zu nehmen, denn diese Sitze befinden sich direkt am Fenster, die in den geraden Reihen immer am Gang. Und solltet ihr zu zweit reisen, empfiehlt sich ebenfalls ein Sitz in den ungeraden Reihen, denn hier befinden sich die sogenannten Honeymoon Suites. Doch zurück zu unserem Platz, hier finden wir die Fernbedienung für das IFE und die Kontrolle für den Sitz, eine Ablage und eine kleine Leselampe. Die Ablage empfiehlt sich ideal für Kopfhörer beispielsweise, darunter könnt ihr aber auch euer Handy ablegen und das auch natürlich entsprechend laden. Hier erkennt ihr ganz gut, warum sich ein Sitz in die geraden Reihen nicht unbedingt lohnt, denn diese Sitze bieten nicht wirklich viel Privatsphäre, wie hier im Vergleich zu meinem Sitz zu sehen ist. Sitzabstand natürlich auch perfekt mit der kleinen Fußablage, doch wir gönnen uns erstmal einen Blick nach außen. Typisch für Corona wurde natürlich beim Boarding auch schon ein Desinfektionstuch ausgeteilt und die Kopfhörer lagen auch bereit.
Und so waren wir auch schon bereit für den Start, überpünktlich, was natürlich schade ist, denn wenn man schon mal einen Flug in einen Whitebody-Jet innerhalb Europas genießen darf, dann wünscht man sich natürlich umso mehr Flugzeit bzw. umso mehr Zeit am Boden. Terminal 4S befindet sich nahe der beiden Startbahnen, die hier gerne in Madrid für die Starts genutzt werden. Und da wir hier überpünktlich vom Gate ablegten, blieb der Crew nicht mehr wirklich viel Zeit, um die Kabine auf den Abflug vorzubereiten. Das bedeutete, dass das Sicherheitsvideo gerade noch so fertiggestellt wurde, beziehungsweise dass die zusätzlichen Ansagen mittendrin beendet werden mussten und der Startlauf bereits begann. Merkwürdig, oder? Während dieses Video aber noch lief, beziehungsweise die Ansagen noch durchgeführt werden konnten, zumindest solange es ging, habe ich natürlich auch noch nebenbei ein wenig den Ausblick hier genossen. Vielleicht spottet ihr ja sogar im Hintergrund noch den ein oder anderen Airbus A380 von British Airways. Falls ihr sie gesehen habt, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Und sonst wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Abflug. Der weitere Start verlief dann weiter problemlos und so gab es für mich die Chance, es mir weiter hier gemütlich in meinem Sitz zu machen und natürlich auch aufs Frühstück zu warten. Der Tisch allerdings sah nicht gerade sehr sauber aus. Das Frühstück dafür umso besser. Komisch, denn normalerweise liegt bei mir jeglicher Fokus aufs Essen und da sind wir zum Glück auch wieder. Zum Frühstück gab es ein Omelett. Dazu Obst und natürlich auch einen Orangensaft, den ich eigentlich gar nicht bestellt habe. Das lag ein wenig an der Sprachbarriere zwischen mir und der Crew. Es war auch nicht weiter schlimm. Ich habe das Frühstück sehr genossen, vor allem die Eispeise. Und spätestens seit diesem Flug, vor allem weil ich zuvor einen Tag mit TUI Fly Belgium nach Palma de Mallorca geflogen bin und da schon ein sehr leckeres Eis zum Frühstück serviert bekommen habe, denke ich auch ernsthaft über einen neuen Blog nach. Vielleicht über Eisspeisen am Flugzeug. Was haltet ihr davon? Vielleicht sollte ich aber auch nochmal drüber nachdenken und stattdessen lieber diesen wunderschönen Ausblick hier genießen. Viel mehr gibt es hier gar nicht weiter zu zeigen, denn nach knapp 2 Stunden Flugzeit waren wir bereits im Anflug auf London Heathrow. Der Flug verlief auch im weiteren Verlauf ohne große Vorkommnisse.
Wie gesagt, das Frühstück war sehr gut. Der Service lässt leider wie immer bei Iberia zu wünschen übrig. Vor allem, wenn das auch noch auf Kosten der Sicherheit geht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wenn eine Sicherheitsvorführung nicht vollständig beendet werden kann und stattdessen bereits der Start durchgeführt wird, dann finde ich das doch sehr bedenklich. Und genauso wie beim Service fehlt es leider auch der Kabine an Charme. Und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, denn ein Flugzeug von Iberia sieht von außen in Rot und Gelb, also in den Nationalfarben Spaniens, schon wunderschön aus. Wenn ich es mir das doch von innen ansehe, dann scheint die Kabine doch in einem Grau, was mir nicht so wirklich gut gefällt. Der Sitz davon abgesehen ist sehr, sehr gut. Soll jetzt auch sehr bald schon bei Condor so ähnlich vorzufinden sein. Und sonst gibt es eigentlich gar nichts weiter zu beanstanden, vor allem bei einem zweistündigen Flug innerhalb Europas nicht. In London gelandet, mussten wir noch ein wenig auf dem Vorfeld warten, bis unsere Parkposition auch frei war. So konnte ich immerhin doch noch ein paar Minuten mehr in diesen Sitz genießen. Immerhin. Und dabei noch diesen schönen Start beobachten. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal für euer Zuschauen. Weiter ging es dann auch wirklich noch mit KLM. Wie dieser Flug dann auch noch verlaufen ist, das erfahrt ihr in meinem nächsten Video. Bis dahin, macht's gut!